Du möchtest Käse herstellen auf der Landwirtschaftssimulator 22 Map Hofbaugmann. In diesem Video zeige ich dir, wie es geht, wo die einzelnen Trigger sind, wie du die Produktion startest und ganz wichtig, im letzten Abschnitt habe ich euch einen super Tipp, was mit der Käseherstellerei man noch ein bisschen mehr an Gewinn herausholen kann. Denk natürlich noch schnell dran, auf dem Abo-Button zu pflügen. Aber wir legen direkt los. Here we go. Die Käserei findet ihr ja am Ende eures Haupthofes. Ich habe jetzt hier schon mal mein Fahrzeugchen hergestellt mit Milch drin. Gut, mein Hof ist noch nicht so groß, 2250 Liter. Und wir fahren jetzt hier diesen Trigger ran, den ihr hier rechts seht. Der ist auch ein bisschen tricky, der Trigger. So, laden Milch in die Käserei rein. Und haben schon mal jetzt erstmal ja, eingelagert. Also Milch, ihr seht es auch rechts unten, Milch 1200 Liter, mehr fasst es nicht. Also ihr seht, also einen halben Tag arbeitet die Käserei an der Produktion. Ihr seht hier, wenn der Käse spawnt, wo er rauskommt auf dieser Fläche, ihr müsst auch relativ zügig immer mal wieder eure Käseleibe herunternehmen und dann auch nachher verräumen. So, den Trigger findet ihr hier für die Milchherstellung, ebenso natürlich auch über das Hauptmenü links in diesem Bereich. Persönlich habe ich im Moment meine Käseproduktion an. Ich mache sie einmal kurz aus. Ziegenkäse, Ziegenmilch ist leer, können wir jetzt deaktivieren. Ihr könnt hier also praktisch Käse, ihr seht aus 75 Milch gibt es 50 Käse, also das ist schon ganz ordentlich. Vor allem, wenn man natürlich dann auch den Preis beobachtet. Milch ist drin. Ihr könnt euch dann bei ausgehenden Produkten entscheiden, wollt ihr direkt verkaufen zu den tagesaktuellen Preisen, so ein bisschen im Schnitt. Wollt ihr den verteilen, falls ihr weitere Produktionen haben, dann wird der Käse an Produktionsstätten verteilt. Oder wollt ihr ihn behalten, dann spawnt er hier wieder als Leibe heraus. Das ist eigentlich schon im Großen und Ganzen die Käseproduktion. Ihr aktiviert sie einfach, Käse anklicken, aktivieren und ihr seht auch schon, das Ganze läuft. Jetzt noch ein richtig wichtiger Tipp. Ihr könnt mit Käse wirklich auch ordentlich Geld machen. Ihr wisst, auf der Hofbaugmann ist auch die Milchlagerung relativ begrenzt und dies ist natürlich der Knackpunkt. Season-Spiele aus vorangegangenen Landwirtschaftssimulatoren kennen das schon und jetzt beim neuen ist es ja einfach mit dabei. Wir haben auch inzwischen Preisänderungen. Und zwar alleine die Milch kann man an so einer Tabelle sehen, macht über das Jahr Sprünge von 1100 bis auf 1360. Es macht also Sinn, allein Milch nur erst im September, Januar, Februar zu verkaufen, wenn der Preis auch relativ gut ist. Beim Käse ist es so, der macht Preissprünge zwischen 2,8 bis 3,4. Ihr seht erstmal, also die Käseproduktion lohnt sich richtig. Es ist im Endeffekt, ja, ich sag mal eine Verdoppelung nicht ganz, weil es ja ein bisschen weniger Käse wie Milch gibt. Aber die Preissprünge sind hier enorm. Und jetzt kommt eigentlich das, was ich das Jahr über mache. Ich behalte den Käse, produziere ihn aus der Milch heraus, lagere ihn und verkaufe ihn tatsächlich erst im September, je nachdem wie ich Geld brauche, im Bereich Januar, Februar. Während dieser Zeit gehe ich dann her und tue auch noch die Milch auch weiter produzieren lassen und stelle während der Zeit dann eigentlich hier um direkt auf Käse direkt verkaufen. Weil während der Zeit gibt es natürlich einen guten Kurs. Also, der Käse ist ideal, um euch ein bisschen Milch zu lagern. Er bringt auch ordentlich Rendite, also die ganze Nummer lohnt sich. Ich hoffe, ich konnte mit dem Video euch ein bisschen weiterhelfen. Und ich sage ciao, ciao, macht's gut, euer Jack.